Ja, noch ja nicht so Namen. Das ist ja Dengmengbeifang, du doch. Hallo, ich heiße Maya, ich bin 10 Jahre alt und ich bin in Shanghai geboren. Tushan Tuchao. Und ich kann Shanghainesisch sagen, hey, oh, I can speak English. Ich mache gerne Schauspielerei, malen, mit meinen Freunden spielen in meiner Freizeit. Es war ja Zufall, weil die Regisseurin hat mir einfach einmal einen Text gegeben und da habe ich ihn auswendig gelernt und dann fand ich die ziemlich gut und da hat sie mich zu einem Café eingeladen. Am meisten beeindruckt das, wie also übertrieben das ist, aber so schön übertrieben. Ein paar meiner besten Freunde, die haben sich gefreut für mich und ich bin sehr dankbar dafür. Insgesamt 2 Monate, aber ich habe nicht jeden Tag mitgemacht. Ich hatte oft nur halben Tag, ungefähr 3-mal pro Woche und 2-mal davon waren am Samstag oder Sonntag. Wenn ich mal nicht da bin, dann helfen meine Freunde, wenn ich etwas verpasst habe. Und ich finde das sehr nett von denen und ich könnte denen auch sehr gerne helfen. Wenn man einmal gemacht hat, dann hat man immer weniger Aufregung, aber es macht immer noch sehr Spaß. Man kann den Leuten zeigen, was du machen kannst, was dein Talent ist, ja. Mündliche Mitarbeit und mündliche Beteiligung ist ein ganz großes inhaltliches Sache bei unserem Unterricht in der Grundschule. Wir nutzen dabei normale unterrichtliche Beteiligung, mündliche Beteiligung. Wir öffnen aber auch die Möglichkeit, an Kolloquien teilzunehmen, Präsentationen zu halten und auch Teile von Unterrichtsstunden, zum Beispiel im Sportunterricht, eine Aufwärmphase. Ich war mal in der Theater AG in der 2. Klasse. So Spaß gemacht. Ich war damals noch sehr aufgeregt, aber es hat einfach so Spaß gemacht, dass ich immer weitermachen wollte. Wir haben ein sehr, sehr vielseitiges AG-Angebot. Das ist auch uns sehr, sehr wichtig, für alle Bereiche etwas zu haben. Wir haben ein sehr niederschwellige Angebote und wir haben auch einen großen Teamsportbereich. Das ist aber dann im Anschluss an die Schule, zwischen 3 und 5, da haben die Kinder eben die Möglichkeit, mit, sag ich mal, professionellem Training eben ihrer Lieblingssportart nachzugehen. Und wir fördern auch die Kinder im Musikbereich nochmal über die Musikschule im Einzelunterricht. Das ist auch ein sehr beliebter Bereich. Ich hatte auch mal im Musikunterricht ein Musical vorgeführt mit den 4. Klassen und das hat auch sehr Spaß gemacht. Immer wenn ich in die Schule komme, weil es immer ein schöner Tag sein wird, egal was, immer ein schöner Tag. Ich freue mich auf die Pause, auf den Unterricht. Heutzutage haben wir das Thema Ägypten. Das macht sehr Spaß. Wir machen eine Präsentation und wir arbeiten in 4er-Gruppen meistens und dann präsentieren wir etwas über Ägypten. Ich und meine Gruppe präsentieren über die Kultur, das Essen und zum Beispiel Tanzen, wie sie vorführen von Ägypten. Und ich freue mich sehr drauf, weil wir oft researchen auf vielen Webseiten, weil es einfach so produktiv ist und kreativ. Unsere eigene Präsentation, ja, und das macht einfach sehr Spaß. Im Englischkurs, auch in meiner Atelierzeit, Französisch. Und ich werde in der 6. Klasse Französisch als Zweitsprache nehmen. Und das Essen in der Kantine schmeckt auch lecker. Und ich mag machen, was ich will. Ich kann allen Leuten zeigen, was ich kann, meine Freunde auch. Ich kann meine Kreativität auch zeigen. Kreativität ist ganz wichtig. Es geht nicht ums Auswendiglernen, um immer die gleichen Muster zu haben, sondern wir möchten den Kindern Wege zeigen, die sie dann selbst betreten können, um kreativ zu sein. Und das nicht nur im Musikunterricht, im Kunstunterricht, sondern auch im Deutschunterricht, im Entwickeln von Texten, im Mathematikunterrichten, auch im Finden von Lösungswegen. Das ist für uns Kreativität über alle Fächer hinweg ein großer Schwerpunkt. Dass man so viele Freunde findet, schöne Bücherei, schöner Sportplatz, mir gefällt im Prinzip alles, weil es einfach sehr schön ist, wie bei mir zu Hause, einfach, es ist wie zu Hause für mich.